Doris Mader und ich möchte euch heute erzählen, warum ich finde, dass Tischtennis und speziell das Paratischtennis so ein toller Sport ist. Einerseits ist es ein unglaublich schneller Sportart, bei der man schnell reagieren muss, aber auch viel Kraft braucht, weil die Schläge ja auch sehr kräftig ausgeführt werden müssen. Wenn man lang trainiert, dann geht es auch in den Ausdauerbereich hinein, also das hat dann auch noch eine tolle Sache. Und technisch und taktisch, das sind auch noch zwei ganz wichtige Bereiche, die daran dazugehören, das heißt, man muss auch den Kopf anstrengen. Und so ist das Tischtennis einfach eine Sportart, die wirklich für jung bis alt geeignet ist. Im Rollstuhl-Tischtennis-Sport gibt es 5 Behinderungsklassen. Es gibt dann noch 5 eigene Klassen für stehende Behinderungen und dann gibt es auch noch eine Klasse für Mentalbehindertensport. Und so ist wirklich für jede Behinderungsklasse eine eigene Kategorie dabei, wo man gegen gleich gute oder gleich kräftige Spieler spielen kann und sich mit denen messen kann. Daher glaube ich, dass es wirklich für jeden was dabei ist. Man muss einfach ausprobieren und testen und dann kommt man sehr schnell drauf, dass es Spaß macht und dass es eben wirklich von jung bis alt macht. Voraussetzungen, damit ich Paratischtennis betreiben kann, brauche einen Schläger, einen Tisch und zwar, es gibt dann aber spezielle Tische, die bei den Füßen vorne keine Gewehrstange haben. Das erleichtert es uns einfach, wenn wir bei kurzen Bällen nach vorne fahren, dass wir uns nicht die Schienbeine anhauen. Dass das Training Spaß macht, da wird man sehr schnell drauf kommen und wenn es einem dann mehr Spaß macht, dann kann man auch Turniere spielen. Am Anfang einmal in Österreich oder einmal im Bundesland nur anfangen. Wer dann ambitionierter ist oder besser ist, kann dann auch international einsteigen. Und natürlich ist das große Ziel eines jeden Sportlers, wären dann die Paralympics. Alle 4 Jahre da dabei zu sein, ist natürlich eine tolle Sache. Dafür ist dann aber schon sehr viel und sehr hartes Training notwendig und man muss auch sehr viel Zeit investieren. Aber ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, es lohnt sich. Es macht einfach Riesenspaß und wer einmal einen Einzug bei den Paralympics miterlebt hat, der will da sicher wieder dabei sein. Also wer sich jetzt für Tischtennis ganz besonders interessiert, der kann sich einfach mal melden beim österreichischen Behindertensportverband unter www.obsv.at und dort erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, wo ihr am besten trainieren könnt, wann ihr trainieren könnt und wer eure Ansprechpartner sind. Dann ab ins Training und viel Spaß!